Hallo Leute, heute machen wir noch ein bisschen Lua auf Zero Brain und zwar Schleifen. Wir kümmern uns nur um Schleifen und wie man Schleifen macht in Lua. Und das gibt drei Schleifen, eigentlich sogar vier, aber drei Schleifen. Die erste Schleife, die ich nenne, ist die Repeat-Until-Schleife. Ich habe sie hier mal aufgeschrieben, so ein typischer Ablauf. Wir haben praktisch die Schleife, die mit Repeat anfängt und mit Until aufhört. Ich mache das jetzt mal, dass ich ein bisschen das anders markiere hier. Also, sie fängt mit Repeat an und hört mit Until auf. Und diese Schleife wird praktisch immer durchlaufen. Also hier, wir machen jetzt irgendwie Folgendes. Ich habe jetzt hier irgendwo gesagt, ich setze eine Variable auf 1, ich drucke sie aus. Und dann zähle ich irgendwie bei jeder Zeile irgendwie also a wird irgendwie a plus 1, das heißt irgendwie a wird hochgezählt dabei. Und wenn das Ding 5 ist, und das ist die Abbruchbedingung sozusagen, also repeat, also wiederhole, bis a gleich 5 ist. So, und das ist praktisch unsere Routine, die wir jetzt laufen lassen. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Wenn ich das Ding hier unten nochmal lösche und das Ding einfach startet, dann seht ihr, er zählt von 1 bis 4. In dem Ort, wo es 5 ist, geht er nicht durch. Das Ding ist jetzt, wenn wir jetzt hier sagen wir mal, irgendwie einen Breakpoint setzen und das im Einzelschrittmodus durchlaufen lassen. Dann können wir auch schön sehen, wie das funktioniert. Ich starte ihn mal im Einzelschrittmodus. Er stoppt. Ich gehe jetzt hier weiter. Da steht auch irgendwie mit F10. Irgendwie kann praktisch immer einen Schritt weiter gehen. Er geht einen Schritt weiter. Und jetzt funktioniert das Ding schon wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Okay. Klar, Moment. Ich stoppe das mal kurz. Ich schließe den mal kurz. Und ich starte Zero Brain nochmal neu. Weil irgendwie anscheinend ist das mit dem Debugging, das hat schon letztes Mal irgendwie Probleme gegeben, als ich das gemacht habe. Das ist aber an sich richtig, was ich tue. Ja, jetzt wollen wir es nochmal machen. Also, eben beim ersten Durchlauf hat es funktioniert. Also, wir lassen ihn laufen, gehen dann durch. Und jetzt ist er irgendwie praktisch in diesem Repeat. Dann geht er rein. Jetzt bleibt er hier, also vor der Ausführung stoppt er praktisch hier in der Zeile und so funktioniert das. Jetzt druckt er das aus, wie ihr seht, hat er hier unten ausgedruckt. Ja, man kann das hier irgendwie nochmal sehen. Und jetzt kann man auch irgendwie zum Beispiel in diese Fernsteuerungskonsole reingehen und kann sagen, was ist A? A ist jetzt 1, das ist sozusagen immer noch A. Jetzt führe ich praktisch den nächsten Schritt aus. Und jetzt müsste A2 sein. Seht ihr? A ist 2. Er hat natürlich noch nicht wieder gedruckt. 1 ist es immer noch da. Jetzt kommt die Abfrage der Bedingung. Ist A gleich 5? Nein, ist es nicht. Deswegen läuft er weiter. Springt wieder nach oben. Repeat. Und jetzt hat er 2 gedrückt. Und in dem Augenblick, wo ich ihn noch allein weiterlaufen lasse, dann muss A natürlich sein. Kann man hier auch sehen. Okay, so funktioniert das mit dem Debuggen. Also, und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte das Ding bitte zu Ende laufen lassen und zack, dann ist er jetzt zu Ende gelaufen. Jetzt ist er per freiender Programm beendet. Und jetzt kann ich den hier wieder rausnehmen, die Sache. Die Sache ist die Repeat-Until-Schleife wird mindestens einmal ausgeführt. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal, A gleich 5 setze und sage until a größer als 5 oder größer gleich 5. Größer gleich 1. Das heißt, die Sache ist die, er wird praktisch einmal diese Schleife aufrufen. Das ist anders als bei der nächsten Schleife, die wir ausprobieren werden. Ich setze hier nochmal irgendwie einen Breakpoint und lasse ihn nochmal laufen. Er geht rein, repeat, führt das aus, drückt die 5 und stoppt. Also, repeat until wird mindestens einmal ausgeführt. So, das hier stoppen wir jetzt mal hier.
Und jetzt machen wir mal die zweite Schleife, das ist die while. While a ist kleiner, gleich 5, sage ich mal, do end. So, die Schleife, also wie ihr seht, die sieht ein bisschen anders aus, diese Sache. Ich lasse ihn von 1 natürlich wieder laufen, wie ich das eben hatte, und ansonsten bleibt alles dasselbe. Die Abfrage findet sich aber oben statt. So, ich lasse ihn jetzt einmal, ich setze hier nochmal meinen Breakpoint und wir gucken uns mal an, wie das, also wir lassen ihn erstmal so laufen. Zack, er zählt von 1 bis 5. Solange a kleiner gleich 5 ist, also 1 mit 5, also praktisch mit 5 geht er auch noch durch und deswegen zählt er bis 5 hoch. Wir probieren das mal aus, einen Breakpoint setzen und lassen das einmal im Einzelschrittmodus laufen. Das wieder nicht funktioniert. Ne, doch, natürlich funktioniert das. Starten, okay. Und Einzelschrittmodus. Zack. Erstes. Zweites. Jetzt müsste die 1 drücken. Da drückt er die 1. Jetzt zählt er A hoch. Das heißt, A müsste jetzt 2 sein. Wir gehen hier nach unten nochmal auf die Fernschauungskonsole. Sagen wir, A ist 2. Ist genauso wie ich sagte. Das kann man dann irgendwie schön einmal gucken. Und dann kann man irgendwie hier weiterlaufen lassen und sagen, da geht er jetzt irgendwie schön durch. Wobei der Unterschied zu der, so, 5 und fertig. Der Unterschied dazu ist, wenn ich jetzt sage, wenn ich mit 6 anfange, dann wird dieses Programm wird jetzt, diese Schleife wird kein einziges Mal ausgeführt. Das heißt, er springt gleich von Anfang an drüber hinweg, gibt nichts aus und Ende. Also keine Ausgabe. Das heißt, wenn eine While-Schleife wird eventuell kein einziges Mal ausgeführt, wenn die Laufbedingung nicht stattfindet. Die Laufbedingung ist hier, wenn man es unendlich haben will, dann würde man hier sagen True. Das könnte man auch machen, das ist sozusagen ein Wahrheitswert. Dieser Vergleich gibt ja einen Wahrheitswert raus. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt sage, irgendwie ist 4 kleiner 5, dann sagt er True. Ja? Oder wenn ich sage, A ist jetzt nie, ist nicht da, aber sage ich mal, irgendwie ist 5 gleich 5. True. 5 gleich 3. Falsch. So, das heißt, diese Abfrage hier oben ist ein Wahrheitswert. Es gibt immer einen Wahrheitswert. Und wenn ich jetzt sage True, dann würde er endlos laufen. Also ich lasse ihn einfach mal laufen. Und wenn er endlos läuft, dann seht ihr, er zählt hier einfach endlos hoch. Und wenn ich das nicht will, stoppen hier oben, ist er jetzt gestoppt. Das heißt, so würde man eine Endlosschleife zum Beispiel machen. While True, Do, End. So, jetzt haben wir die Repeat. Und die While-Schleife und den Unterschied. Bei der Repeat-Schleife ist ja die Laufbedingung Repeat until false. Das wäre praktisch die wahrscheinlich, das wäre die Endlosschleife für Repeat until. Das heißt, da ist sozusagen die Abbruchbedingung das, was da unten steht. Jetzt läuft der endlos. Anders als bei der While-Schleife, wo oben True steht, wo das praktisch die Laufbedingung ist. Das ist ein anderer Punkt. So, und jetzt können wir sagen, okay, wir nehmen hier mal erstmal nehmen wir den Punkt hier raus, nehmen das hier raus und wir nehmen jetzt mal die For-Schleife. For a gleich 1 bis 5, do. Dann können wir diese Hochzählung können wir rausnehmen und setzen hier unten an End hin. Und jetzt haben wir hier unsere End-For-Schleife. Die For-Schleife ist praktisch irgendwie, wenn wir so eine Schleifenvariable haben, gleich oben mit drin. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Zählervariable haben, ist das die richtige Lösung. Nochmal hier unten löschen. Und wir führen das aus. Er läuft von 1 bis 5 durch. Und wir machen das jetzt nochmal schön. Ja, jetzt hat er wieder hier dieses Problem. Verlasse ihn einmal kurz, ich speichere einmal kurz, verlasse ihn, starte ihn neu. Das ist nämlich das Problem gewesen, das ist nicht mein Fehler gewesen, das ist ein offensichtlicher Fehler von Zero Brains, zumindest auf meiner Version hier.
So, ich setze hier praktisch mal den Breakpoint, lasse ihn hier in Debug-Modus durchlaufen, springt rein, ich sage einen Schritt weiter, er geht hier rein und jetzt kann ich irgendwie mal fragen, was ist die Variable a? Die ist nicht vorhanden. Die ist nicht vorhanden, solange bis man in der Schleife ist. Erst dort kann man sagen, geht man jetzt mal A aus. Hier hat er einen Wert. Er hat sozusagen in der Schleife selbst keinen Wert, aber in dem Block, der ausgeführt wird, und das ist ja hier dieses Do End, ne, von Do bis End, da wird er dann irgendwie ausgeführt. Also da geht das. Und wenn wir jetzt hier irgendwie nochmal weiterlaufen lassen, dann seht ihr, er läuft 1, 2, 3, 4, 5 und dann zu Ende. Das heißt, wenn wir hier eine Endlosschleife machen wollten, dann könnte man sagen, zähle jedes Mal hoch um 0. Das ist jetzt praktisch die Endlosschleife für for. Also die Abbruchbedingung wird niemals erfüllt. A bleibt aber immer 1 und das wäre endlos. Endlos? Endlos. Genau, ich muss den jetzt mal stoppen. Und den hier stoppen. So, dann haben wir hier, also das ist jetzt zum Beispiel eine solche Sache, oder wir sagen, wir wollen bis minus 1, also praktisch läuft bis minus 1 und jedes Mal um 1 plus 1 hochzählen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, nee, das geht nicht. Warum? Sollte eigentlich. Es gibt huge. So, das gibt irgendwie praktisch eine Schleife bis die höchste mögliche Zahl. Das heißt, das ist unendlich hoch, wenn man so will. Und wenn man das laufen lässt, dann gibt das eine Endlosschleife. Na, nicht endlos genau genommen. Also die anderen sind da, was das angeht, etwas besser. So, und ich habe schon wieder dieses kleine Problem mit dem Einzelschritt. Ich mache das wieder mal weg und hole das wieder raus. So, jetzt haben wir irgendwie also alle drei Schleifen einmal kurz gemacht und jetzt gibt es noch eine Schleife und das ist die Goto-Schleife. Und das können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen uns ein Label, also ich nenne das Ding jetzt einfach mal Start und A ist gleich 1. Und hier schreiben wir print a und a ist gleich a plus 1 und dann sagen wir hier goto start. Zum Beispiel und break ist eine Sache, mit der man eine Schleife abfangen kann. Dann kann man sagen zum Beispiel if a ist größer 5, then break end. So, break springt aus einer Schleife raus und ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber ich glaube nicht. Gucken wir es einfach mal kurz an. Nee, das geht nicht, weil das keine Break kann man irgendwie diese anderen Schleifen verlassen. Das zeige ich gleich nochmal. Then go to raus. Goto Ende. Und hier kommt Ende hin. So, das ist sozusagen der Aufbau einer While-Do-Schleife sozusagen mit Gotos, so wie das irgendwie ganz sehr früher war. Gotos sind irgendwie so eine Sache, die braucht man normalerweise nicht. Aber es gibt einige Probleme, wo das nützlich ist. Also ich gehe hier nochmal durch in Einzelschritt. A wird gesetzt, dann gehen wir hier in Einzelschritten durch. Druckt aus, fragt ab, springt zurück. Und das läuft dann also praktisch immer so weiter. Das kann man jetzt irgendwie ganz gut sehen. Und am Schluss
Ende. So, da sagt man natürlich, ja, okay, das ist natürlich jetzt irgendwie, wozu braucht man das Goto oder wofür braucht man sowas? Aber die Sache ist die, wenn wir jetzt sagen wir mal eine Schleife haben, die wir laufen lassen von 1 bis 10, du end. Und wenn wir sagen, if i ist gleich, ist i, if i ist größer 5, then break end. Und hier print i. So. So schreiben wir es mal. Das heißt, wir haben hier eine zusätzliche Abbruchbedingung mittendrin. Also, das würde jetzt folgendermaßen laufen. Er läuft durch und er läuft jetzt 5, also praktisch beim Durchlauf 5 ist er noch nicht größer als 5, also geht er nochmal durch und dann bricht er ab. Deswegen zählt er bis 6. Wenn ich die Abbruchbedingung, also er springt mit Break, springt er immer raus aus dem Block, in dem wir gerade sind. Das heißt, aus diesem Do End oder wie auch immer, wenn wir praktisch in so einem Ausführungsblock sind, springt er dort aus dieser Geschichte raus. Und würde ihn hier fortsetzen. Also, wenn ich jetzt hier Print Ende nochmal was reinschreiben, dann würde er genau das machen. Er will genau dorthin springen und das weiterlaufen lassen, das Programm, obwohl die Schleife eigentlich noch gar nicht durch ist. Okay? So, das ist Break. Break funktioniert in jeder Schleife und auch in vielen anderen Konstruktionen, die man so hat. Meistens irgendwie Schleifen, also diese Do-End-Geschichte. Man kann nämlich diesen Do-End-Kram auch ganz und gar ohne etwas machen. Einfach so. Da ist mich jetzt irgendwie, das ist also eben so eine interessante Sache, wenn ich jetzt sagen wir mal gleich 5 setze und hier drin local a gleich 10 und ich a ausdrücke, dann haben wir jetzt zum Beispiel eine lokale Variable. Lokale Variablen sind grundsätzlich etwas schneller, das heißt, man sollte eigentlich alle Variablen lokal machen, also auch hier draußen die Dinger. Und jetzt wollen wir mal gucken, was er macht, wenn man das so macht. Ich führe das einfach mal aus. Er druckt 10. Hier hinten, print a, würde er das ursprüngliche a wiederherstellen. Lokale und globale Variablen. Global ist hier gültig. Lokal ist innerhalb des Blocks gültig. Seht ihr? So, und dieser Block, der gilt natürlich auch für, wenn man da jetzt eine While-Schleife macht oder sonst was. Das ist egal, es geht nur um den Block. Wie auch immer der Block aussieht, eine lokale Variable ist nur gültig innerhalb des Kontexts, wie es so schön heißt. So, das ist irgendwie wichtig für Schleifen, weil Schleifen und Kontext ist ein ganz wichtiger Teil. Und jetzt haben wir eigentlich alle Schleifen durch und das war es eigentlich auch schon. So, ich hoffe, das hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann bei dem nächsten Mal.